Mitten in Berlin, in Tegel, steht so ein schönes Mischpult. Auf jeden Fall ein Grund, mal vorbeizuschauen bei den Schweiger-Studios. Los geht's! Herzlich willkommen zu Musetalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo Non-Erik. Hi Gregor. Herzlich willkommen in meinen Studios. Schön, ja, dass du da bist. Klasse, dass das mal geklappt hat. Ja. Bin gespannt. Gucken wir uns doch mal an. Jo. So, als erstes kommen wir hier in unseren Aufenthaltsraum. Wir haben eine Bar, die auch, so versuche ich es jedenfalls, immer gut gefüllt ist. Und die steht natürlich jedem Gast hier zur freien Verfügung. Und hier steht sogar noch eine alte... Hier steht, steht eine alte Attrappe von einem Turmband. Ist tatsächlich noch eine Attrappe, ist, ich sag mal, die neueste Errungenschaft, ist einfach noch nicht in mein System integriert, kommt aber bald. Also wir machen dann auch bald Tonband. Oh, tatsächlich. Ja. Und hier ist die Schatzkammer, ja? Das ist die Schatzkammer. Auf jeden Fall der Raum, wo es wichtig ist, Ordnung zu halten. Hier lagern wir nämlich alle audiotechnischen Geräte und Sachen, Kabel jeglicher Art, Stative und vor allen Dingen Mikrofone. Gut. Mikrofone, der ein oder andere wird vielleicht die Kisten erkennen, ist der Bestand hauptsächlich aus Gefell, genau zu sein, von Microtech. Wir haben da so eine kleine Zusammenarbeit, wir helfen uns irgendwie gegenseitig und das funktioniert wunderbar. Und also die Mikrofone, das muss ich jetzt dem Kenner wahrscheinlich nicht sagen, sind für meinen Geschmack erste Sahne. Das Einzige, was sie nicht können, sind Bändchenmikrofone. Bändchen, okay. Die finden wir da unten. Da sind wir aber inzwischen auch ganz gut aufgestellt. Ja, ja, eine ganz richtig tolle Sammlung. Und da sind ja auch Röhrenmikrofone dabei. Das sieht man oben, sind Röhrennetzteile. Genau, Röhren, also wir haben das komplette, das ganze Programm, das ganze Besteck, also dynamische Mikrofone, Kondensator, Großmembran, Kleinmembran, Röhren, nicht Röhren, was auch immer, Bändchen, wie gesagt, hier findet man alles. Klasse. Ja. So, jetzt bin ich auch mal neugierig auf den Aufnahmeraum. Da gehen wir rüber, ne? Jo. Ah, sieht sehr edel aus. Ja, das ist der große Aufnahmeraum, 53 Quadratmeter, um genau zu sein, und hat eine Nachhallzeit von 0,4 Sekunden, also ist nicht ganz, na gut, tot macht man ja sowieso nicht bei Studios, aber hat ein bisschen Leben, nämlich genau wegen des Flügels. Wir haben einen Steinway D aus dem Jahr 1968, den wir, oder den ich glücklicherweise aus der Philharmonie hier in Berlin bekommen konnte. Und dementsprechend ist er natürlich in einem Top-Zustand hier angekommen. Können wir ja gleich auch mal thematisieren, wo du das Wort Philharmonie schon genutzt hast. Was ist denn so dein Background? Wo kommst du her? Mein Was machst Background. Du und warum machst du das hier? Mein Background ist tatsächlich zum größten Teil die Philharmonie. Ich habe da 2009 als Praktikant in der Tonabteilung angefangen und wurde dann auch eigentlich mehr oder weniger als freier Mitarbeiter direkt übernommen. Und bin da bis heute sogar. Ah, klar. Und natürlich nebenbei, es war schon mein wichtigstes Standbein. Und nebenbei aber immer noch in anderen Studios gearbeitet, für andere Bands mal was gemacht, FOH, Studio. Und ja, so ist es halt. So ist es gekommen. Aber du nimmst jetzt hier nicht nur Klassik auf. Nee, also mache ich alles, ne? Popmusik. Ich mache tatsächlich... also ich erstmal schränke ich mich nicht ein. Also hier kann jeder kommen, der möchte. In den letzten, also das Studio wurde im März 2017 eröffnet. Wir haben jetzt, glaube ich, so 15, 16 Produktionen gemacht. Und es hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass es so die Jazzer, die fahren irgendwie so tierisch drauf ab, die finden den Flügel geil, die finden den Raum, der jetzt keine Kathedrale ist, geil. Also war tatsächlich über die Hälfte der Sachen, die wir gemacht haben, waren alles Jazzproduktionen. Obwohl ich da jetzt rein professionell gar nicht so großen Bezug vorher hatte. Klar, irgendwie hin und wieder mal irgendwie eine Mucke gemacht oder was aufgenommen, aber ja, ist manchmal interessant, wie sich das so entwickelt. Die Akustikmaßnahmen waren hier sicherlich sehr, 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 sehr aufwendig. Ich kenne das ja aus anderen Studios, das ist auch meistens das, wo das meiste Geld fließen muss. Decken schön abgehangen und was habt ihr denn hier so alles verbaut und gemacht? Genau, also die Akustik
Der eine oder andere kennt das vielleicht aus Tonstudios, dass irgendwie die ganz schön irgendwo an der Wand zu sehen ist. Wir Akustikmodule haben uns, genau, lassen, ne? Wir haben uns dann irgendwie dagegen entschieden, unter anderem auch aus preislichen Gründen, weil Holz ist Holz. Holz, was man gern anguckt und schön ist, ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Und deshalb haben wir hier so ein, kann man vielleicht mal reinpieken, ganz vorsichtig. Das ist so ein Akustikstoff. Ah, ja. Und dahinter befindet sich gibt es einmal Wolle, gibt es Plattenschwinger, Schlitzabsorber und... Aber ja, das können wir alle nicht sehen, weil die so schön verkleidet hat. Genau. Genau, Decke ist abgehangen mit Segeln, die auch absorbieren. Und Fußboden, der quasi Echtholz ist. Und wie du vielleicht schon gesehen hast, haben wir auch so ein paar Fenster, die übernehmen dann so ein bisschen die reflektierende Komponente. Und kann man sich aber natürlich, wer es nicht möchte, auch dementsprechend noch mit zusätzlichen Stellwänden oder Teppichen oder wie auch immer noch behelfen. Oder man möchte es ganz trocknen, ganz trocken haben und geht in die Kabine. Okay, das ist noch eine Gesangskabine. Genau. Sehr gut. Klasse. Nicht schlecht. Aber ganz besonders gespannt bin ich jetzt auf deine Regie, weil ich weiß und aus unseren Vorgesprächen schon, dass du da richtig zugeschlagen hast. Wollen wir mal rübergehen? Gehen wir rüber. Machen wir. Wow. Oh Mann. Erstmal sacken lassen. Ganz schön heftig, du. Riesenpult. Wie viele Kanäle? 64, um genau zu sein. Alle angeschlossen? Alle angeschlossen. Alle in Betrieb? Alle in Betrieb. Alle mit VU-Meter ready to. Genau. Guck mal, wenn ich hier drauf drücke, dann leuchtet es. Das funktioniert. Kein Greenscreen, alles echt, ja? Alles echt, ja. Wow, super. Mann. Genau. Fangen wir damit auch mal an. Es handelt sich um ein Mischpult des Herstellers Fix Audio Design. Noch nie gehört. Genau. Ist nämlich weltweit noch das allererste. Mhm. Und die Firma gehört Paul Wolf. Bei dem einen oder anderen klingelt es jetzt vielleicht. Dem gehörte vorher die Firma API und Tonelux. Und das ist jetzt quasi sein neues Baby, in Anführungszeichen. Unter neuem Label quasi. Genau. Was Ähnliches gemacht. Sieht nämlich doch vom Grundkonzept her ähnlich aus. Ne? Genau. Und der Witz, aber... Das basiert auf der API 500er Serie. Da haben sich ja in den letzten Jahrzehnten viele, viele Firmen quasi ausgelassen. Mhm. Und es ist komplett modular. Man sieht hier, man hat pro Kanal zwei Slots für jeweils ein 500er Modul. Mhm. Was bedeutet, ich kann eigentlich das ganze Pult klingen lassen, wie es mir gerade passt. Das und wenn ich jetzt, gut, das ist natürlich dann eine Budgetfrage, aber angenommen in 5 Jahren habe ich keinen Bock mehr drauf, dann kommt alles raus, wird alles verkauft, kommt alles neu rein und du hast ein komplett neues Pult. Aber kurze Zwischenfrage, diese Teil aber nicht, ne? Nee, genau. Nur der obere Teil, ne? Genau, das ist auch, also das Pult an sich ist komplett transparent, was jetzt so den Klang angeht. Mhm. Das heißt, ich mache alles über die Module. Also jetzt hier zum Beispiel... habe ich eine ganze Menge Sachen, die mit Ausgangstrafos arbeiten. Das heißt nochmal ein bisschen, also eine ganz eigene Soundfärbung mitbringen. Genau, und ansonsten, das hier ist natürlich, sag ich mal, das kommt unumgänglich mit dem Pult. Okay. Das ist auch, also da ist jetzt auch nicht so viel, sag ich mal, hier wurde das Rad auch nicht neu erfunden. Panning. Hast du denn hier auch EQs dran, oder? Ich habe hier Filter. Ich habe hier High-Cut, Low-Cut und den sogenannten Tilt-EQ. Mhm. Der eine oder andere kennt den wahrscheinlich aus den Softube-Plugins, glaube ich. Das ist quasi das analog Gerät dazu. Also nach rechts drehen heißt Höhen anheben, Tiefen absenken, nach links heißt genau andersrum. Und ansonsten... Die Sendwege sind da drauf wahrscheinlich, ne? Genau, 6 Stereo-Auxe, 2 Mono-Auxe, insgesamt 3 Inputs pro Kanal, dann 8 Subgruppen und dann die Signalbearbeitung. Fader, alles
ohne Motor, ohne Automation. Das heißt, du musst. Und alles analog. Alles haben analog. Wir ganz vergessen. Genau, ne? alles analog. Alles analog. Das heißt aber, das Schöne, man lernt sich zu entscheiden. Ja, ne? Ohne Automation. Also du hast gar keine Möglichkeit, jetzt hier einen Mix wieder hochzuholen, sozusagen. Ich habe. Nicht wirklich. Wenig, sage ich wenig mal so. Mehr, okay. Also man, es ist schön, dass die heutigen Handys viel Platz für Fotos haben. Ah, okay. Hier hast du ganz viele Module gemischt, ne? Das sind verschiedene Hersteller. Ich sehe was von Eventide. Genau. Also es ist tatsächlich, sieht jetzt gerade bunter aus, als es eigentlich ist, weil sich im Laufe der letzten Produktion haben sich so ein paar, ich sag mal, Setups ergeben, die halt einfach, wo ich sofort weiß, die funktionieren, klingen gut und dann ist es jetzt erstmal so festgesetzt. Vielleicht für die Zukunft. Ich plane so eine leichte Umstrukturierung, jetzt nicht aus klangästhetischen Gründen, sondern eigentlich eher aus Workflow-Gründen. Also da werde ich noch ein bisschen was verändern. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Und genau, bleiben wir vielleicht gleich hier in dieser Blickrichtung. Abhöre Amphion 218 mit Bass Extension. Habe ich eben schon mal einen Referenztrack drüber laufen gelassen. Fand ich beängstigend, was man da an Details und Auflösung hat. Schon super realistisch. Also ich habe ja einen Titel von mir hier gerade eben abgehört bei dir und muss sagen, da habe ich Sachen gehört, die habe ich vorher noch nie gehört. Hast du gar nicht komponiert, diese die Sachen? Gar nicht, das wusste gar nicht, dass die da drauf sind. Mich wundert, dass du da jetzt nicht noch mal so eine, ich sag mal, eine schlanke, eine einfache Lösung hast, wie man das früher immer mit den Auratones hatte oder mit den NS10, wo man sagt, ich habe noch ein zweites Pärchen, wo ich, sagen wir mal, simulieren kann, wie das das Großteil der Bevölkerung wahrscheinlich wahrnehmen wird. Ja, hatte ich auch schon mehrmals in Erwägung gezogen, habe ich dann nie gemacht, weil ich irgendwie, also ich brauche das dann nicht. Also ich habe schnell festgestellt, wie ich hier arbeite, damit es auch überall anders funktioniert. Alles klar. Und was vielleicht noch zu dem Pult zu sagen ist, was ganz schön ist, ich habe halt die wichtigsten Sachen immer vor mir. Also bin auch immer im Sweepshot der Lautsprecher und kann alles Mögliche einstellen. Und leider geht es nicht ganz ohne Side-Rack. Deshalb haben wir auch eins. Okay. Hier ist es so, hier befinden sich alle Preamps. Von komplett klangneutral bis zu Neve, genau. API, was man auch immer gerade möchte. Das ist die Mastering-Chain, wäre jetzt übertrieben, aber das ist eigentlich so eine Summenbearbeitung, die inzwischen bei mir auf fast jeder Summe liegt. Ist ein Röhren-EQ, ein Röhren-Kompressor und ein Mastering-Kompressor. Und ich bin wirklich großer Fan von. Ah, ein Bricasti hat er hier. Ein Bricasti hat er auch, ja. Ah, man hat sich auch alles gegönnt irgendwie, ne? Auch nicht schlecht. Und was vielleicht ganz interessant ist, auch in der im Rack befindet sich erstmal die Patchbay. Ohne geht's aber was nicht. Sind denn das für komische Stecker? Das ist Gilmetti. Das ist eine Schweizer Firma. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas rausziehe, ohne dass uns hier gleich irgendwas loskracht. Was haben wir hier? Das habe ich nämlich noch. Das sehe ich zum ersten Mal. Ich hole einfach mal einen raus. Ja, das sicher. Genau. Okay, also, was hat es denn damit auf sich? Vier? Vier, ja. Beziehungsweise gibt es auch in drei. Die Stecker haben nur drei. Ist mir zu viel Technologie. ich kann dir sagen, Stecker drin ist normalisiert, oben rein, unten raus, ansonsten Kabel zum Umpatchen. Ah, und klasse. Natürlich im analogen Workflow ohne, ich sag mal, ohne Patchbay alleine, geht's nicht. Ich bin jetzt mal ganz frech, ich sag jetzt mal, alleine diese Patchbay plus die Kabel, die dazu benötigt sind, 10.000 Euro. Ja. Unter der Patchbay befindet sich tatsächlich eins der wenigen digitalen Geräte hier, nämlich die Wandler. Ach ja, da müssen wir ja auch mal drüber reden. Wir müssen ja jetzt mal über Aufnahme, genau, über Tonband oder. Analog hin und her ist ja gut, aber wir können ja keine Bänder mehr verschenken oder verkaufen oder wie auch immer. Deshalb muss das gezwungenermaßen irgendwann mal gewandelt werden ins Digitale und das machen die beiden Merging. Chorusse. Genau abgestimmt aufs 64 Pult. 64 rein, 64 raus. Geht auch genau 1:1 durch. Das heißt, Ein- und Ausgang Chorus Nummer 1 ist Mischpult Nummer 1. 64 ist 64. So einfach ist es zu sagen. Und dann geht das Ganze mit Audio over IP.
rüber in den Computer und da zeichnen wir auf. Okay. Und du hast ja keine Probleme mit Hardware-Monitoring, weil du hast ja ausreichend Hardware-Monitoring. Ja. Das ist halt wirklich halt ja nur dein Hardware-Monitoring-Mixer, oder? Genau, das stimmt. Das heißt also, so mit Laufzeiten und so einem Kram brauchst du dich ja eigentlich nicht zu beschäftigen, oder wie sieht das aus? Also angenommen, jetzt Playback kommt, Teile, du hast schon ein paar Spuren hier aufgenommen, geht hier rein, hast du da irgendwelche, wie kompensierst du da Laufzeiten? Gar nicht, ne? Gar nicht. Musst du gar nicht, weil du hörst ja im Prinzip über das Pult alles ab. Genau. Die Signale gehen hier rein. Ja. Die DAW macht ihre Impulslatenzkompensation. Alles ist wunderbar, kein Problem. Und es ist größtenteils, also ich sag mal so 70% der Sachen macht die DAW auch tatsächlich nicht mehr als aufnehmen und abspielen. Okay. Hast du jetzt auch gerade ein Projekt drauf? Genau, ich habe mal was hochgeladen. Mhm. Wir machen ja jeden Monat einmal eine Live-Session hier aus dem Studio. Und das ist jetzt die vorletzte. Ich spiele es einfach mal ab. Das ist ein Singer-Songwriter aus Baden-Württemberg. Es gehen auch mal ein paar Lampen an hier. Yeah. Cool. Also praktisch Nuendo ist wie eine Bandmaschine. Da hast du keine, benutzt du keine Plugins oder sowas oder nur oder also ich benutze schon, ich benutze auch Plugins. Also ich arbeite tatsächlich sehr, vor allen Dingen im Mix sehr gern quasi Hybrid, weil also manche Sachen sind einfach unumgänglich und auch alt, also so wenn ich so an Melodyne oder auch Altiverb, also so vor allen Dingen im Raum und Hall-Simulationen, also da sind ja Plugins auch also so wahnsinnig gut geworden. Da wäre es jetzt irgendwie. Genau, wir haben jetzt auch gar nicht das große so Outboard viel thematisiert. Ich habe hier das Precasti gesehen. Genau, dann habe ich noch den Eventide. Genau, aber es so ist jetzt nicht so, dass du jetzt hier tausende von Hall-Geräten und Flanger, Phaser und den ganzen Kram. Das kommt alles dann da raus. Das kommt tatsächlich der größte Teil aus der Box. Mhm, cool. Und ich habe da auch, also da bin ich mir auch nicht zu stolz oder irgend so ein Quatsch. Das ist alles gut. Es gibt wunderbare Plugins, die das können. Du bist also jetzt kein jemand, der das zu seinem großen Prinzip erklärt hat, nur analog. Bei mir kommt kein Digital rein. Du siehst das eher gelassen. Ja. Also was funktioniert? Das hier würde ich nicht eintauschen gegen eine Maus und eine Tastatur im schlimmsten Fall. Aber ich bin da jetzt nicht so militant, dass ich sage, wenn du das nicht hast, dann kannst du nicht produzieren. Ja, ja. Cool. Tja, super. Also ich muss sagen, würde ich gerne mal vorbeikommen. Gregor, ich weiß ja nicht, wie teuer das ist hier. Da sprechen wir drüber, wenn die Kamera aus ist. Genau, da sprechen wir drüber, wenn die Kamera aus ist. Und man könnte hier tatsächlich mit dem Sascha an den Drums, zum Beispiel, kann man hier auch dann Amp aufbauen und so? Mir fallen so aus deinem engeren Dunstkreis einige Leute ein, die hier, glaube ich, hier einen großen Spaß hätten. Ja, ne? Vielleicht kann man ja hier mal eine Musetalk-Session machen. Zum Beispiel. Wäre ja geil, super. Ja, vielen Dank für den Rundgang. Danke fürs Kommen. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, hat mich gefreut. Ciao. Mitten in Berlin, mitten in Tegel steht eins der schönsten Hardware-Pulte der Welt vielleicht. Nee, Quatsch nochmal.